Hallihallo und willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal von und mit Tyrafin, also mit mir. Ja, und ihr seht es schon, es ist Black Mirror, der dunkle Spiegel der Seele. Ja, die Black Mirror-Reihe ist mir natürlich sehr, sehr wichtig, weil ich habe den zweiten schon mal für mich privat angespielt gehabt und muss sagen, ich fand ihn wirklich, wirklich ziemlich gut. Und daher freue ich mich auf den ersten Teil. Hoffe, der wird natürlich genauso gut. Ich habe es noch nicht angespielt. Ich hatte vorher ein paar Aufnahmeprobleme. Fraps wollte es nicht richtig aufnehmen. Jetzt muss ich ein bisschen improvisieren. Aber ich hoffe, das klappt jetzt alles soweit. Und dass ihr ein paar Rätselstunden, Rätselspaß und ja, einfach alles mit mir mitmachen werdet. Vorab sei gesagt, das ist mein... ja, erstes Click-and-Point-Adventure, was ich seit Jahren mal wieder spiele. Vorher habe ich lang nicht mehr Click-and-Point gespielt. Zu lange. Ich war auch nie so der Fan davon. Aber ja, also wie gesagt, die Story soll richtig gut sein. Im zweiten Teil hat es mir auch richtig gut gefallen. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal mit einem neuen Spiel an. Und ich wünsche euch jetzt schon vorab viel Spaß beim Intro. Lieber Samuel, es fällt nicht leicht, die passenden Worte zu finden für diese ersten Zeilen, die du hoffentlich liest. Ich hoffe, dass mein Brief deine Hände so bald wie möglich erreichen wird. Denn viel Zeit bleibt nicht mehr übrig. Seit deinem Weggang habe ich meine ganze Kraft dazu aufgewendet, in endlosen Stunden der schlaflosen Nächte nach der Wahrheit über unsere Familie zu suchen. Daher wende ich mich an dich, Samuel, denn ich weiß, dass du meiner Bitte nachkommen wirst. In diesem Umschlag findest du den Ring unseres uralten Erbes. Es ist sehr wichtig, dass du ihn immer bei dir trägst. Pass sehr gut darauf auf. Kehre bitte zu unserem Schloss zurück und hilf mir. Ich weiß, dass meine Zeit knapp wird. Ich habe Angst. Nach der Trauerfeier kehrten wir gemeinsam nach Black Mirror zurück. Die lange Fahrt durch die düstere Landschaft schien kein Ende zu nehmen. Während der Fahrt herrschte Schweigen. Als sich unsere Blicke trafen, waren sie voller Trauer. Aber in unseren Gesichtern war nicht nur Kummer zu sehen. Für Victoria und Robert war ich gewissermaßen ein Fremder. Meine unerwartete Rückkehr nach mehr als 12 Jahren war der Anlass für die unausgesprochenen Fragen in ihren Augen. Was passiert ist, tut mir aufrichtig leid. Danke, Heinz.
Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. William hat mir alles bedeutet. Und jetzt? Du brauchst nichts mehr zu sagen, Victoria. Heute ist ein trauriger Tag für uns alle. Ich glaube, ich lasse dich jetzt allein. Wenn du mich bitte entschuldigst. Du musst nicht gehen. Du bist mir ein ebenso guter Freund, wie William es war. Ich schätze deine Worte. Aber ich glaube, ich sollte jetzt gehen. Ich bitte dich, sei unser Gast. Ich bleibe gern, wenn es dein Wunsch ist. Mich interessieren einige Bücher in der Bibliothek. Ich ziehe mich dorthin zurück, wenn es dir wirklich nichts ausmacht. Nein, ganz und gar nicht. Danke. Ich werde in der Bibliothek sein. Bates, falls Heinz etwas benötigt, helfen Sie ihm bitte. Aber natürlich. Sie können sich auf mich verlassen, Madam. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich glaube, du könntest etwas Ruhe brauchen. Du bist so einfühlend wie immer, Robert. Ich möchte eine Weile mit meinen Gedanken allein sein. Das ist absolut verständlich. Samuel, würdest du mich bitte in mein Arbeitszimmer begleiten? Ja, gerne. Oh, Samuel, bitte bleib. Ich möchte kurz mit dir sprechen. Selbstverständlich. Würdest du mich bitte entschuldigen, Robert? Wir sprechen uns später. Ich werde in meinem Arbeitszimmer sein. Samuel, sag, bist du zurückgekehrt, um für immer bei uns zu bleiben? Um ehrlich zu sein, ich habe mich noch nicht entschieden. Lass mir bitte noch etwas Zeit. Vergiss nicht, wir sind immer noch deine Familie. Du bist ein Gordon und du gehörst hierher, genau wie alle anderen Gordons vor dir. Ja, dessen bin ich mir wohl bewusst, aber ich muss meine Gedanken ordnen. Vielleicht kann ich dann deine Frage beantworten. Oh, ich hatte so gehofft, dass du ja sagst. Mir geht es nicht sehr gut. Bitte entschuldige mich jetzt, Samuel. Natürlich. Ich gehe auf mein Zimmer. Sir, ich habe mir erlaubt, Ihr Zimmer aufzuräumen. Ich glaube, Sie werden mit dem Ergebnis zufrieden sein. Hier ist der Schlüssel. Ihr Koffer ist schon im Zimmer. Danke, Bates. Victoria möchte, dass ich bleibe. Vielleicht hätte ich es ihr versprechen sollen. Aber ich habe mich noch nicht entschieden. Vielleicht später. Bates hat mein Zimmer hergerichtet. Ich sollte es mir ansehen. So, und damit steigen wir auch in das Spiel Black Mirror, der dunkle Spiegel der Seele ein. Ja, wir spielen hier den Protagonisten Samuel, der nach dem Tod von seinem Großvater, den ihr im Intro gesehen habt, zurück nach Willow Creek kehrt, halt auf das Schloss Black Mirror. Und der ist halt jetzt traurig, dass sein Großvater tot ist. Und was ich vielleicht noch dazu sagen muss, ich spiele das Spiel hier blind. Also ich habe es jetzt die ersten 5 Minuten habe ich mir auch angeguckt. Aber sonst, ich habe keine Ahnung von den Rätseln. Es kann überlange dauern, bis ich irgendwelche Rätsel gelöst habe. Und ihr dürft gerne mitmachen und mir Tipps geben und alles Mögliche machen. Weil, ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, das ist mein erstes Point-and-Click-Adventure seit lange. Und dementsprechend baue ich da einfach mal auf eure Unterstützung. Und das Schönste an diesem Spiel ist ja wohl, dass unser Samuel die deutsche Synchronstimme von Johnny Depp hat. Also das ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt für das Spiel, was übrigens 2004 veröffentlicht wurde. Also die Grafik ist jetzt noch nicht so überanspruchsmäßig, aber ich finde es schon okay. Frische Äpfel und ein paar Bonbons. Lecker. Können wir die mitnehmen? Mandelbonbons aus der fernen Schweiz. Meine Lieblingsbonbons. Ah, mitgenommen. Sehr schön. So, ich weiß auch gar nicht. Ah ja, genau. Hier oben haben wir das Inventar. Okay. Hier kommen wir wieder zum Hauptmenü. Ach, und hier unten. Okay. Wir haben einen Schlüssel von meinem Zimmer, also von Samuels Zimmer. Bonbons und Williams Todesanzeige. So.
Gut, hier können wir nichts weiternehmen, deswegen werden wir mal gehen. Oder, Moment. Ah, bevor ich was vergesse, können wir hier... Nein, okay. So, mein erstes Point-and-Click... Ich sag das immer wieder falsch, ich bin so ein bisschen aufgeregt. Mein erstes Point-and-Click-Adventure, was ich Let's Playe, schon cool auf jeden Fall. Und deswegen gucke ich mich hier auch genau um. Und, ja. Eine kleine Buddha-Statue aus Elfenbein. Hübsch. Victoria sammelt so etwas. Hm. Scheint nicht zu funktionieren. Geschmack. Sie zeigt 7.30 Uhr an. 7.30 Uhr. Müsste ich mir jetzt bestimmt wieder mal aufschreiben, weil es bestimmt wieder irgendwas zu bedeuten hat. Aber das machen wir später. Zur Küche. Gehen wir mal gucken, ob es was zu essen gibt. Nach so einem Trauerfall gibt es ja immer Unmengen an Essen. Hier nicht. Gut. Eine Vase. Hübsch. Am Boden ist etwas schmutziges Wasser. Vielleicht waren früher Blumen darin. Nein, in einer Vase. In einer Vase waren Blumen. Boah. Ja. Wahrscheinlich ist das der Kellerschlüssel. Ja, ich lasse ihn hier. Bates braucht ihn vielleicht. Ja, wir vielleicht auch. Na gut, dann ich weiß gar nicht, ob es irgendwie Tipps gibt, die man einblenden kann bei vielen... Hier bereitet Bates die Mahlzeiten dieser zu. Dieser Adventure ist ja so... Er kocht sehr gut. Wenigstens hat es mir immer sehr geschmeckt. Das freut mich für dich. Es ist ja so, dass man die Leertaste drücken kann und dann so ein paar Hinweise aufleuchten. Eine Gewürzmühle. Ah, du bist aber schlau. Der Esstisch der Dienerschaft. Der Dienerschaft. Nun gut. Ein schmutziger Kaffeebecher. Mitnehmen. Auf der Seite ist ein großes B. Bates. Vermutlich gehört er Bates. Sherlock Holmes hier am Werk. Verschiedene Kräuter und Gewürze. Ich will das Bates zuliebe nicht durcheinander bringen. Na gut, dann bringen wir das mal nicht durcheinander. Dann gehen wir mal zum Keller. Keller sind ja immer eine ganz, ganz schöne Sache. Ich liebe Keller. Die Tür ist abgeschlossen. Benutze den Schlüssel. Kannst du nicht den Schlüssel benutzen? Wahrscheinlich ist das der Kellerschlüssel. Ich lasse ihn. Ja, gut. Wenn er irgendwie mal was doppelt sagt, überspringe ich das mal. Das müssen wir uns ja hier nicht antun. Aber nach draußen können wir. Wow. Zum hinteren Garten, zum Pavillon. Ein toter Baum. Also ich gucke mich hier gerade einfach mal um, auch wenn Gordon gerade ein bisschen langsam läuft. Samuel Gordon heißt er, glaube ich. Der muss Jahrhunderte alt sein. Der Anblick ruft ein merkwürdiges Gefühl in mir hervor. Na, ja, mir gefällt er auch nicht so. Mien hier. Einer von mehreren großen Steinen im Garten. Oh. Niemand weiß, woher sie stammen. Wer weiß. So, wir gehen jetzt aber mal unser Zimmer suchen. Weil wir möchten ja hier auch noch ein bisschen was von der Story haben. Plop, plop, plop. Da läuft er. So, ja, in dieser eigenwillige Steuerung, also was heißt Steuerung, aber ist schon ein bisschen anders, immer zu klicken und so. So, können wir da oben hoch? Nein. Gemeinschaftsraum. Da kommen wir, glaube ich, her zur Bibliothek. Und, ah, hier geht's zur Treppe, okay. Ein Monolith. Okay. Ein prasselndes Feuer. Schön. Kamin. Oh, ein Bild. Mal gucken. Das Feuer muss das ganze Jahr über brennen. Warum? Sonst wird es hier sehr kalt. Ah. Was ist das für ein Bild? Mordred Gordon, das unbarmherzige Oberhaupt unserer Familie im finsteren Mittelalter. Seine Herrschaft wurde 1213 von seinem eigenen Bruder Marcus beendet. Okay. Das ist wahrscheinlich so ein Special-Ding, wo wir dann halt irgendwie was machen können. Aber jetzt scheinbar noch nicht. So, wir zum Ausgang. Na gut. Ich will jetzt trotzdem gern ins Zimmer. Da nach oben gehen. So. Wir gehen nämlich erstmal hier in das Zimmer vom lieben Samuel. So, zum Zimmer. Roberts Arbeitszimmer, das wird es wohl nicht sein. Victorias Zimmer wohl auch nicht.
So, zum Zimmer und Tür. Gut, dann denke ich mal, wird es das zum Zimmer sein. Lauf, Samuel, lauf! Die Tür ist abgeschlossen. Bates hat mir seinen Schlüssel gegeben. Ich kann sie aufschließen. Ja, bitte tu das. Meine Güte, der Junge ist echt ein bisschen begriffsstutzig. So, aufschließen. Oh. Wow, es ist offen. So, Hier hat sich überhaupt nichts verändert. Mir ist, als wäre ich erst ein paar Tage fort. Ja, ist auch recht hübsch hier. Willkommen daheim, Samuel. Willkommen. So, und damit sage ich auch schon wieder auf Wiedersehen für den ersten Part auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Also das ist jetzt wahrscheinlich nur für den ersten Part so, dass ich genau ungefähr 15 Minuten aufnehme. Die restlichen, das kennt ihr ja, ich nehme auf und render das dann halt zusammen. Ja, ansonsten, ich hoffe, Black Mirror hat euch bisher gefallen. Ja, viel hat man noch nicht gesehen, aber wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge hier weiter das Haus durchsuchen und ja, die geheimnisvolle Story einfach mal rund um Black Mirror aufdecken und was weiter mit unserem Johnny Depp-Schatzi hier passiert, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Bis dahin sage ich Tschüss.